Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog Teil 2 vom Haus am See. Haus am See ist auch gut, Haus am Meer wäre besser. Wir haben sehr viel Wind und haben eine Filteranlage in der Form, wie wir sie noch nicht hatten seither. Und zwar alles miteinander kombiniert. Wir haben einen Trommelfilter. Also wir haben zwei Bodenabläufe. Der Teich wurde gebaut, bevor Kim Modern Koi geschaut hat. Das heißt, die Bodenabläufe in einem rechteckigen Ding, da hinten ist einer und da ist einer. Wenn ich aber eine vernünftige Kreisströmung habe, ja, dann würde das heißen, ich brauche die in der Mitte, weil das ist der Punkt, wo der Schmutz hinkommt. Das habe ich jetzt schon 100.000 Mal erklärt. Da habe ich jetzt auch nicht mehr die ganz große Lust, das heute nochmal zu erklären. Aber zwei Bodenabläufe, ein Skimmer für einen 35.000 Liter Teich, von der Hydraulik her ausreichend. Dann kommen wir hier zu einem Trommelfilter. Der ist meines Erachtens zu klein, viel zu klein. Ich habe Kim gefragt, wie oft spült er? Dann sagt er, ja, alle 20 Minuten. Dann sage ich, ja, und Algen hast du noch nie gehabt? Sagt er, nö, eigentlich nicht. Also er ist in der wirklich tollen Situation, dass er keine Algen hat. Wir schauen mal, wer hat keine Algen, ist natürlich übertrieben, aber er hat wie wir bei uns in den Becken nur so einen ganz dünnen Algenrasen, der auch keine Algenflusen erzeugt. Und das ist natürlich der Vorteil. Und dann weiß er auch noch gar nicht, dass sein Trommelfilter eventuell zu klein ist, weil wenn da mal richtig Algenflusen, Algen und die Koi den ganzen Tag die Fetzen weghauen, dann spülen so Filter ganz schnell mal von 20 Minuten alle 5 Minuten. Sie müssen sich immer überlegen, alles was da passiert, doppelte Belastung für so einen Trommelfilter heißt ganz schnell 4- oder 8-fache Spülhäufigkeit. Warum? Weil wir müssen uns immer überlegen, das Sieb setzt zu. Und wenn das Sieb zusetzt, muss das Wasser immer schneller durch die noch offenen Poren durch. Und dann sind wir wieder bei der Autobahn und schnell fahren. Doppelte Geschwindigkeit heißt nicht ein bisschen mehr Sprit, sondern das heißt einfach brutal. Doppelte Geschwindigkeit heißt 4-fach höhere Reibungsverlust. Ja, das ist CW-Wert und so ist es auch hier. Und drum geht es irgendwann mal. Die Systeme sind immer geil, wenn die Belastung gering ist, aber wenn die Belastung steigt, geht der Reinigungsaufwand exponentiell nach oben. So, also wir kommen hier mit 3 Verbindungsleitungen rein. Danach geht's, füllen mal da runter. Danach wird hier unten von einer 100er, über eine 100er Leitung, saugt eine Titanium 51.000, saugt das Wasser an vom Trommelfilter und drückt es dann in dem Rohr nach oben. Ja? Die Titanium ist natürlich geil und ich sage mal, wir können problemlos 30.000, 40.000 Liter können wir mit ihr über ein 100er Rohr pumpen. Vor allem, wir haben einen extrem kurzen Pumpweg, was natürlich den Druckverlust, die Reibungsverluste nochmal zusätzlich minimiert. Hier sind auch die UV-Lampen angeschlossen und so. Hier ist die Oase Luftpumpe. Da gucken wir mal. Ah, er geht hier mit 2 Teilen weg und ich mache jetzt gerade meinen Test. Und hier sind wirklich, füll mal von der Seite da rein. Hier haben wir, wenn ich jetzt hier hinfasse, ich habe ja vorher gesagt, der Schlauch ist zu klein, ist er nicht, weil er auch einmal noch in den Filter geht. Wenn ich hier hinfasse, ist es kühl, da ist es kühl, da ist es kühl. Also Kim macht wirklich das, was er an Energie in die Pumpe investiert und die Pumpe ist auch nicht sonderlich warm. Was er hier investiert, geht nachher tatsächlich auch in Form von Luft. So. Also, jetzt fragen wir uns, wo geht das Wasser hin, wenn es aus der Titanium rausgeht? Dann gucken wir hier auf der anderen Seite. Guckst du? Jetzt haben wir hier ein Pflanzbeet. Die Pflanzen stehen alle im Kübel. Das bedeutet, man kann sie, wenn Kim das Salz natürlich auf, wenn neue Fische kommen, kommen alle Pflanzen raus. Da hat er sich irgendwo ein Bassin gebaut, wo die dann reinkommen. Dann kann er aufsalzen, sonst werden die Pflanzen kaputt. Und jetzt sind da drunter, wie tief ist das? 1,20 Meter tief sind da unter den Pflanzen Japanmatten. Hier siehst du das. Wenn du hier filmst, da ist eine Wasserpflanze, ist Schrott gegangen. Nein, Hilfe. So, da sind die Japanmatten drunter. Und da wird jetzt über ein Drainagerohr, das unter den ganzen Japanmatten liegt, wird das Wasser von der Titanium reingedrückt. Da ist auch Belüftung drin. Und dann muss es quasi durch die Japanmatten nach oben. Dann durch die Wasserpflanzen und dann, hier können wir es am besten zeigen, hier in dem Bereich, da ist eine Leitung, jetzt hört man sie auch, hört sich ein bisschen an wie Durchfall, hört sich jetzt ein bisschen stärker an wie Durchfall, hört sich jetzt ganz stark an wie Durchfall, okay, also
Ich habe das jetzt nur so lange gezeigt, weil ich das Geräusch geil fand. Und das kommt dann hier im Prinzip raus aus der Wand. Und so, damit wird die Strömung erzeugt. Da gibt es einmal ein 50er Rohr hier, einmal eins da hinten und einmal dann noch ein 100er Rohr, was über die Lippe kommt. Also der Teich hat bedingt Strömung. Ja. Kim hat Erfolg. Er hat verdammt klares Wasser. Er hat durch das, dass er bei uns nur die Fische gekauft hat, nie Probleme gehabt mit den Koi. Auch nicht mit der Vergesellschaftung. Wir zeigen ihn seinen letzten Koi, der dieses Jahr hinzukommt, zeigen wir ihn im nächsten Block. Hatte im Prinzip einen tadellosen Start ins Koi-Hobby. Allerdings muss ich sagen, ist natürlich auch ein Glückskind. Glückskind insofern, weil er noch nie Algen hatte, noch nie ein Algenproblem hatte. Der Teich ist jetzt auch noch nicht wirklich dicht besetzt. Wie viel fütterst du am Tag, Kim? Wie viel? Und wie viel? 3 Konishi-Tassen, also das sind ungefähr 300 Gramm. Weniger? Also ich weiß nicht, guck gerade. Ach, die großen Tassen. Ah, da sind 200 Milliliter drin. Ja, wie viel? Nee. 200. Ah. Okay, also er füttert noch 600 Gramm. Wir sind da auch noch nicht am oberen Anschlag, was die Futtermenge angeht. Das System ist im Moment rund und das System funktioniert im Moment hervorragend. Aber ich weiß nicht, ich bin mir da wirklich nicht sicher, ob Kim in 2 Jahren sich überlegt, wenn er hier hinten, das zeigen wir auch gleich noch, als Mahnung für alle, die auch versuchen, mit Schalbetonstein ihren Teich zu bauen, weil das ist wirklich wichtig. Ich kann nicht sagen, ob Kim in 2, 3 Jahren, wenn die Fische mal größer sind, er ein Kilo oder 1,2 Kilo am Tag füttert, ob er dann nicht irgendwann sagt, ich brauche doch noch einen größeren Biofilter, ich will doch nochmal irgendwas verändern, ich brauche vielleicht doch noch eine andere Strömung. Im Moment funktioniert das hervorragend. Ich sage mal, hier hat er ungefähr 2 Kubik Japanmatten. Ja, 3 Kubik, sagt er. 3 Kubik Jagdpannmatten, das sind 10% vom Gesamtanlagenvolumen. Aber ob er mit der Strömungsgeschichte zurechtkommt, da bin ich mir nicht sicher. Aber im Moment hat das System Kipppunkt zumindest noch nicht erreicht. So, eine ganz große Geschichte, und das macht ihm auch wirklich Sorgen, das ist, sehen Sie hier, der Wind schmeißt Stativ um. Hier diese Seite wurde... sind Schalbettungssteine, oder? Schalbettungssteine, so wie man das macht. Und hier ist der Teich gerissen. Das heißt, hier, das Grundstück hat nachgegeben und hat sich in die Richtung bewegt, natürlich durch den Wasserdruck. Und der hat die Teichwand hier abgerissen, da hinten nicht, gell? Nur an dieser Seite. Das ist ein Riesenscheiß, sowas zu reparieren. Wird der Riss noch größer? Konstant. Ja. Also wenn er konstant ist, dann kann man vielleicht das auch tatsächlich so machen, dass man das irgendwann mal mit irgendwas auffüllt. Was ich aber sagen möchte ist, nur weil das Steine sind, Betonsteine, dass die mit Beton verfüllt werden und dass da ein paar Armiereisen reingeworfen werden, ich muss leider das Mikrofon so halten, dass da ein paar Armiereisen reingeworfen werden, das bedeutet nicht, dass das auf alle Ewigkeiten hält und unter allen Anforderungen hält. Ich war doch bei Nadine und fällt mir wieder der Name nicht ein. Auch dieser Chaos-Teich ein bisschen, wo ich jetzt erst vor kurzem war. Du filmst jetzt einfach einen Teich und ich gehe hier ins Windgeschützte. Wo ich hier vor kurzem zum Bloggen war. Und als ich schon am Gehen war, haben sie noch erzählt, ja, und wir hatten hier auch ein Riesendrama. Und zwar der riesen 100.000 Liter Teich, wo er auch hochgemauert ist. Der musste auch nochmal abgelassen werden, weil sich die gesamte Wand rausgebeult hat. Ja, also das sind nachher Schäden. Das ist wirklich, wie ich es vorher hier spaßeshalber gesagt habe, das ist Pfusch am Bau. Und man darf von dem Ganzen nicht zu viel erwarten, von den Schalbetonsteinen. Das hängt nachher auch davon ab, wie viel Armiereisen, wie dick ist das Armiereisen. Und im Zweifel vielleicht einfach mal einen Statiker fragen. Und ich glaube auch nicht, dass es die Welt kostet, wenn der einem sagt, mit was für Material und das so gebaut werden soll. Ich glaube, hättest du den Filter auch anders gebaut, wenn du vorher Modern Koi schon geschaut hättest, vom Biofilter und so? Ja. Ja, also er sagt, basierend auf dem Block hätte Kim vielleicht den Filter anders gebaut, aber
es funktioniert und das habe ich ja gerade auch gesagt und da kann jetzt vielleicht jemand sagen, Kamera, was willst du hier, das sieht doch alles Weltklasse aus, das sind keine Algenflusen, dies, das. Hier ist einfach der Faktor Alge nicht berücksichtigt. Sie müssen sich überlegen, wenn hier Algen im Teich sind, bleibt auch viel von dem Fischkot bleibt da drin hängen und wird immer wieder aufgewirbelt und gemacht. Und hier ist einfach der Störfaktor Alge, die Alge tut auch viel Gutes, insbesondere die Photosyntheseleistung, die habe ich hier aber. Aber die Fadealge tut auch Gutes, aber sie ist halt der Störfaktor. Und wenn ich den Störfaktor rausnehme, ist das da hinten alles tausendmal einfacher. Kommt der Störfaktor aber hinzu, ja, und steigt die Belastung über die Jahre, dann kann sich das natürlich alles nochmal verändern. Aber das werden wir sehen. Ich wünsche Kim alles Gute und im nächsten Blog schauen wir uns einen Koi an, wie der sich entwickelt hat. Er hat es hier wieder geknackt. Ja, aber jetzt. Okay. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.